heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Jo Leute, was geht? Willkommen zum ältesten und bespieltesten Format auf meinem ganzen Kanal. Revi guckt sich dämliche Screenshots an und lacht drüber. Heute, meine Freunde, schauen wir uns Fortnite-Memes an. Das habe ich bereits schon mal gemacht. Und ich glaube einfach, dass Fortnite und Memes einfach irgendwie nicht ganz so gut zusammenpassen. Gut, es gibt das ein oder andere Meme, was aus Fortnite entstanden ist. Zum Beispiel der Orange Justice Dance und so weiter und so fort. Wir können jetzt tief in die Meme-Kultur wieder eintauchen und die ganze Historie der Memes wieder aufarbeiten. Machen wir an der Stelle nicht. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns einfach mal an, was Thomas mir da an Memes rausgesucht hat. Ich bin auf jeden Fall überhaupt nicht gespannt drauf, weil ich weiß, dass der Großteil der Fortnite-Memes von 7-jährigen Kindern erstellt worden ist und ich mich wahrscheinlich darüber nur unglaublich aufregen werde. Trotzdem ist es jetzt für mich an der Zeit, dieses Ding zu reviewen und einfach mal zu schauen, was steckt eigentlich hinter Fortnite-Memes. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Bild, meine Freunde. Ja, genau das meine ich halt. Ich wüsste halt nicht, also ansatzweise, was ich jetzt davon denken soll. Das ist das ganz bekannte Deckengemälde von einem italienischen Maler in der Sixtinischen Kapelle, glaube ich, zu finden, von Michelangelo. Eigentlich sieht man hier Gott und Jesus, wenn ich mich nicht irre, in dem Originalgemälde. Hier sieht man einfach Fortnite-Skins und jeder weiß, dass der No-Skin eigentlich der absolute Gott ist. Das scheint der Witz daran zu sein. Ja, ist ein tolles Rendering. Ich fühle mich eigentlich echt nur schlecht für diese Person, weil keine Ahnung, wo sie gerade dran riechen muss. Auf jeden Fall ist da irgendwas nicht ganz koscher und das sieht sehr, sehr eng hier oben aus. Und ja, ich weiß nicht. Wir ignorieren das einfach und gehen dann direkt wohl zum nächsten Bild. By the way, meine Freunde, spiele ich gerade wieder Custom Game Turniere. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen, einfach mal mit reinzuschauen. Es gibt heute Abend ein bisschen was zu gewinnen. Checkt auf jeden Fall aus. Gerade läuft ein Custom Game Stream auf Twitch. Link ist da. Bitteschön. Gut, schauen wir mal das nächste Bild. Fortnite, surprisingly effective population control. Alles klar, meine Freunde, wir schauen mal ganz kurz. Hier sieht man auf jeden Fall den Anstieg von Fortnite von all over time. Jetzt haben wir natürlich hier unten netterweise die Leiste, wo wir die Jahre nicht sehen, drauf auf dem Screenshot. Danke dafür, Thomas. Und man sieht hier, meine Freunde, Sex ist ganz klein wenig weniger geworden und Fortnite wird immer stärker. Und es gab Peak-Zeiten, wo tatsächlich Fortnite interessanter als Sex gewesen ist. Kann ich absolut nachvollziehen. Ey, ja, Bruder, ich schwöre dir, ne, wenn einer meint von euch, er könnte mit mir ficken, dann meldet euch ruhig, weil ich hätte Bock so. Also, folgende Szene, ich klingel jetzt und dann geht's los. Ja, genau, du weißt, warum ich hier bin. Mhm. Siehst du diesen Schläger? Du schuldest mir noch 3,46 Euro, genau. Ich bin nicht nur ein Gangster, sondern ich bin auch Mies, der Zauberer. Los, Nimbus 2000! Ja, Bruder, natürlich habe ich deinen Stoff. Ja, klar. 200 Zucker. Ah, du wolltest Coca. Worst feeling ever. Oh mein Gott, das ist sogar eine Sache, wo ich komplett mit relyen kann, wo ich komplett sagen kann, das ist ein Ding, was mir schon so oft passiert ist. Man rennt dahin, denkt sich so, nice, Alter, nice. Und da ist da ein verfickter goldener Busch drin. Warum ist dieser Busch noch gold? Epic Games, bitte patcht ihn raus oder macht ihn blau oder grün oder grau. Dieser Busch hat es nicht verdient, gold zu sein. Der behindert im Spiel nur. Kein Mensch will diesen Busch mehr haben. Mann. Friends, let's land Tilted Towers. Ah, Bro, we will die. Pussy, 3 Sekunden, nachdem man in Tilted gelandet ist. Ja, ich bin hier derjenige, der immer sagt, ja, Pussy. An der Stelle, Shoutout an Kilian Jonas und die Gang, die tatsächlich jedes Mal, wenn wir in Tilted landen, down sind. Ich an der Stelle dann mit meinen makaberen 2 Kills dann auch irgendwann auf die Schnauze bekomme, weil ich von 6 Teams gesandwiched werde. Schade ist es. Aber Tilted ist trotzdem nach wie vor immer noch Favorite Landing Spot. Keine Ahnung, bisschen Action am Anfang. Muss einfach sein. Aber ja, ich kann das Bild auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Das ist mir auch oft genug schon passiert. Mein Freund, yo, kann ich ein bisschen AR-Munition haben? Bruder, ich habe nur 89 Schuss, es tut mir leid. Auch ich, 1008 Schuss. Muss ich ganz ehrlich sagen, 600 Shotgun-Schuss, what the fuck, Alter, wie alt ist dieser Screenshot? Da ist die Shotgun noch lila. Kenne ich auf jeden Fall auch, Leute. Ich bin auch jemand, der eher dazu neigt zu sagen, ja, Bruder, ich habe leider nicht so viel Munition und dann einfach den Rest zu behalten, obwohl man sie gar nicht braucht. Ist auf jeden Fall ehrenlos, aber ich meine, man kennt mich so, ich bin der Worst Teammate EU, schrei meine Teammates an und gebe ihnen die Schuld an allen Dingen. Das passt schon, also die Leute wissen ja selber, worauf sie sich einlassen, wenn sie mit mir spielen. Ist auf jeden Fall auch ein nachvollziehbares Meme. Also irgendwie, Meme ist es eigentlich nicht. Es sind einfach nur wahre Gegebenheiten tatsächlich. Traurig. John Wicks, when they run out materials while building in a castle. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Finde ich cool. Ja, kann ich auf jeden Fall auch fühlen. Ich meine, ihr kennt das auch. Früher damals John Wicks, 3. Season, meine Freunde. 2 John Wicks kommen euch auf ein Duo zu. Stellt euch vor, diese folgende Situation. 2 John Wicks kommen euch im Duo zu. Euer Match schon genockt, weil er von dem einen John Wick auf 300 Meter einen No-Scope mit dem Jagdgewehr ins Gesicht bekommen hat. Und dann fangt ihr an zu bauen, macht einen Ramp-Push und plötzlich merkt ihr, okay, vor mir stehen 2 Türme von Mordor, Alter. Und ich werde
auf einmal komplett gesandwiched des Todes, Alter. Und ich liebe es halt dann wirklich zu sehen, wenn sie keine Materialien mehr haben, dann einfach lächerlich auf den Boden aufklatschen wie so ein toter Fisch. Finde ich ganz geil, aber ist mir oft genug schon passiert. Momentan tatsächlich dann eher mit dem Skulltrooper-Skin, der momentan einfach im Fortnite-Shop drin ist. Warum habt ihr den Skulltrooper-Skin zurückgebracht, Epic Games? Ich habe ihn mir auch gekauft. Oh ja, Leute, das Gefühl, wenn man Loot Drop öffnet und dann kommt da eine goldene Minigun und zwei Minitränke raus. Absolut belastend. Das ist das Schöne an Memes, meine Freunde. Sie funktionieren meistens ohne Bilder. Ich muss die ganze Zeit tatsächlich immer nach links gucken, weil Freddy Sturmwaffe mir diese Figur hier geschenkt hat. Ich weiß nicht genau, warum die hier steht, aber sie hat ein paar optische Reize, die auf jeden Fall ziemlich ablenkend sein können. Deshalb, ich stelle sie einfach hier oben hin, dann... Gut, sie bleibt einfach am Boden liegen. Aber ja, auf jeden Fall auch ein nachvollziehbares Gefühl. Ich hasse es, wenn ich einen Loot-Drop öffne und da nur absoluter Müll drin ist. Im besten Falle macht man einen Loot-Drop auf, da sitzt ein No-Skill drin, zeigt den Mittelfinger und drückt dir mit einer Double Barrel in den Kopf. Das wäre auf jeden Fall der beste Loot-Drop, den ich mir vorstellen könnte. When somebody lands where you planned on landing, you're a dick, bro. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich habe schon in PUBG gehasst. Ich hasse es in jedem Battle Royale, wo man landet. Man fliegt, hat sich den Spot schon ausgeguckt. Das ist so ein Spot, wo das Squad immer hingeht. Man denkt sich so geil, Alter. Es ist es. Hier lande ich auf jeden Fall wieder. So geil. Hier muss ich definitiv hin. Auch die ist so schön. Hier ist meine Hut. Hier kenne ich jegliche Kistenspawns. Bla 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 bla. Und dann sieht man, wie ein No-Skin einfach an einem vorbeizieht. Und man fragt sich, wie soll's denn da kommen bei so Spasti-Sprüchen? Ich finde es absolut belastend, wenn jemand in meinem Haus landet und dann nur eine Sekunde vor mir da ist und die Waffe pickt und mir in den Kopf schießt, während ich noch Luft bin. Ich hasse es. Ich hasse es. Our base is huge, bro. They can't touch us. 5 minutes later. Ohne Witz. Alter, das ist doch nicht normal. Auch einfach nachvollziehbar tatsächlich. Egal wie krank man baut, egal wie heftig man diese Foundation quasi, das Fundament deiner Basis baut, es gibt trotzdem immer wieder Raketenwerfer. Raketenwerfer. Und halt auch genügend Granite Launcher, die das Ding komplett auseinandernehmen. Ich finde es einfach nur noch damn anstrengend, Leute. Kann man nicht einfach einen Modus machen, wo es keine Raketenwerfer und Granite Launcher gibt? Ich sterbe einfach ständig an den Dingern, weil ich sie entweder nicht höre oder die Dinger einfach komplett in mein Gesicht fliegen. Oder 3 Meter vor mir explodieren, aber der Explosionsradius ist viel zu groß. Ach, worüber beschwere ich mich? Es juckt doch einfach keinen. Aber ja, es ist immer so in Fortnite. Egal wie krass eure Base ist, die Explosionsgranaten des Gegners sind immer krasser. Merkt euch das. Fortnite Bush Campers look at you when they pass by them. Auch nachvollziehbar, Leute. Wer kennt's nicht? Ich meine, man läuft irgendwo rum und dann sitzt da irgend so ein Dude in so einem Busch einfach mit einer Heavy Pump, läuft an ihm vorbei. Und mir ist es letztens tatsächlich passiert, Leute, ich habe komplett einen Fight gehabt mit jemandem. Hab dann gefühlt 2-3 Stunden mit dem gekämpft ungefähr. Und die ganze Zeit war ein Busch in der Mitte dieses Kampfes und ich gehe am Ende hin und will den letzten Spieler holen und habe ihn gesucht, nehme den Loot und der Typ sitzt im Busch, schießt mir in den Kopf. Das war's. Game verloren, eher ein Kill. Ich glaube, ich 9. Ich denke mir so... Alles klar, danke dafür. When your ass barely makes it out of storm with 1 HP. Kenn ich auch zu gut, Leute. Kenn ich auch zu gut, wenn man quasi den Sturm outrunnt und dann sprintet man und man sprintet, man sprintet, dann hat man noch ein goddamn HP. Und wie man auch hier sehen kann, oh Gott, die Tech 9. Bitte bringt sie zurück. Bitte bringt die Tech 9 zurück. Gott, die ganzen OG-Waffen, ich vermisse sie so sehr. Season 2, Alter, wo bist du? Es war so eine schöne Zeit. Ich kenne das auch zu gut. Man kommt aus dem Sturm raus, hat nichts zum Healen, wird dann direkt abgesniped. Geile Zeit auf jeden Fall. Absolut unnötig geile Zeit. When someone lands on the house where you're going to land on. Ja, das gleiche Meme einfach nochmal, meine Freunde. Super, super witzig hier mit einem Tobey Maguire, aka Spider-Man, der ja am Heulen ist. Ja, wie ich schon gesagt habe, Memes und Fortnite, das passt ungefähr so gut zusammen wie Memes und Fortnite. Und nächstes Meme. When you get knocked down a mountain and slide off, you try to survive. So oft schon passiert, wenn man oben genockt wird, weil man es richtig dumm und egozentrisch hochgepusht ist, so wie ich es eigentlich jedes Mal mache. Derjenige, der schon finishen will und du da den Berg runterslidest, um dann unten gesichert zu werden und dann unten wieder revived zu werden, Leute. Im Regelfall schaffe ich es aber dann selber, mir so viel Schaden zu machen beim Runterrollen bzw. beim Runtersliden, dass ich eigentlich da nach unten schon komplett tot bin. Aber ja, auch eine Sache, die ich absolut nachvollziehen und absolut fühlen kann, Leute, passiert mir eigentlich ständig in jedem Game, weil ich einfach der schlechteste Fortnite-Spieler der Welt bin. Es geht it. Building doors in Fortnite be like... Ist ja einfach wahr. Ist ja einfach wahr. Ja, wir hauen jetzt hier einfach ein Loch in die Wand und dann geht es von alleine auf. Ja, ungefähr so macht man eine Tür in Fortnite. Sieht einfach genauso aus. Kann ich nachvollziehen. Und das wird dann auch wahrscheinlich der Average Player momentan bei Fortnite sein. Ein 10-jähriges Kind. Was wahrscheinlich auch gerade meine Videos guckt. Schaut dann an dich. Danke für die Monatsmiete an der Stelle. So sieht's nun mal aus. Das ist halt Fortnite. How players in Fortnite be Rocket Riding. Oh Gott, die Halloween Rockets, Leute. Die Pumpkin Rockets. Ich hab sie vermisst. Ich hab sie geliebt. Und sie kommen hoffentlich dieses Jahr wieder.
wieder. Kim Jong-un und Trump einfach mal gemeinsam auf eine Rakete. Warum nicht? Macht ja auch irgendwo Sinn. Die beiden sind ja heiß begehrte Raketenliebhaber. Von daher, absolut tolles Meme. Dafür gibt es eine 10 von 2. Mir doch egal. Lass mich bitte in Ruhe. How enemies look at me before they axe me to death. Oh, Leute. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Man liegt wirklich da am Boden, ja, und man denkt sich nichts Böses. Man ist gerade genockt und dann kommt der Gegner und macht erstmal den Loser-Tanz vor deinem Gesicht. Dann kommt der Gegner, baut dich ein, stellt ein Lagerfeuer neben dir auf und dann kommen 3 oder 4 Teammates und kloppen dich mit der Axt zu Tode. Und mein Team ist 20 Meter weiter und heilt sich gerade hoch, anstatt mir zu helfen. Absolut nachvollziehbar, absolut relatable. Traurige Zeit. Wenn du 3-mal hintereinander einen Achterhit mit deiner Shotgun machst. Bruh. I can feel it, Ray. Ich fühle es, Bruder. Ja, genau den Blick habe ich dann auch immer drauf. Vor allen Dingen, wenn man halt, wie gesagt, einen Achterhit macht, obwohl halt 3 Pellets in den Kopf gegangen sind. Man wundert sich dann natürlich, ist das Ganze random? Kurz zur Info, ja, es ist komplett random. Und dann deinstalliere ich und nehme mir einfach nur noch SMGs. Tut mir leid. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hundertprozentig wieder fühlen kann. Wenn eine Scar aus der ersten Kiste in der Runde kommt, ja, hatte ich auch schon oft genug, dann habe ich genau dieses Smile drauf gehabt und dann schießt mir irgendwer mit dem Jagdgewehr in den Kopf und ich bin down. Auch schon oft genug passiert. Dieser Moment, wenn ein Teammate deinen Kill klaut. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, warum wir jetzt irgendwie hier Gremlin-Memes oder sowas haben. Auf jeden Fall von meiner Seite aus nachvollziehbar. Ich hasse es, wenn mir der Kill geklaut wird, aber ich gehe eben meistens mit 0 Kills aus dem Game raus, von daher passt das. Free Candy, kein Kind juckt. Free V-Bucks, alle Kinder kommen. Kann ich aber nachvollziehen, meine Freunde. Ich würde auch direkt zu so einem weißen LKW hingehen, wo Free V-Bucks draufsteht. Ich meine, es ist umsonst. Hallo, gratis V-Bucks, Leute. Man wäre ja dumm, wenn man da nicht reingeht, oder? Tut mir einen Gefallen, steigt nicht zu weißen Vans. Zu fremden, steigt einfach nicht zu fremden Leuten ins Auto ein. Wenn du nach einer Woche Fortnite suchst, mal wieder dein Zimmer verlässt. Ja, das sind auf jeden Fall die Wacko-Memes des Todes, meine Freunde. Ich würde sagen, dieses Meme löschen wir direkt. Löschen dieser Datei ist damit weg, meine Freunde. Gut, dass wir das von meinem Computer geklärt haben, weil das war mit Abstand das schlimmste Meme, was ich jemals gesehen habe. Deutsche Memes sind generell das cringigste, was es auf der Welt gibt. Und deutsche Fortnite-Memes sind, glaube ich, das unangenehmste, was ich mir jetzt ansehen durfte. Danke auf jeden Fall dafür, lieber Thomas. Ich bin damit raus, meine Freunde. Checkt auf jeden Fall jetzt meinen Livestream aus, wenn ihr Bock habt. Es gibt wieder Custom Games, Revi sagt und Revi fragt und so weiter und so fort. Ich küsse eure Augen. Macht's gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.